Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einem weiteren Bayern-Orakel. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum allerletzten Saisonspiel dieser Bundesliga-Hinrunde. Wir schreiben den 19. Dezember. Ja, ihr seht, weihnachtlich. Hier. Seiten vertauscht. Hier, der Baum. Ja, ist Weihnachten jetzt her. Wir sind, wie gesagt, 19. Dezember. Und ja, ist so eine kleine Weihnachts-Spezialausgabe, würde ich sagen. Und ja, ihr dürft wie immer in den Kommentaren schreiben, wie ihr denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Kurze Sorry, dass ich das letzte Spiel gegen Freiburg nicht im Orakel hatte, aber ihr wisst, im Handwerk, also ich bin im Handwerk tätig, da gibt es kein nächstes Jahr mehr, da muss alles vor Weihnachten fertig werden. Deswegen auch dieses Orakel jetzt sehr kurzfristig, kurz vor Spielanpfiff erst. Aber das soll deswegen kein Abbruch tun. Würde ich sagen, legen wir los. Die Bayern in den weißen Auswärtstrikots und die Mainzer im rot-weißen Heimtrikot. Wie gesagt, die Aufstellung gefällt mir so nicht. Nein. Ich hätte oh, das 4-3-3. Das ist mir alles zu defensiv. Drei, vier, drei schaut gut aus. Ja, 3-4-3 nehme ich. Da passt ja gar nichts. Ribéry passt. Robben auf die Seite. Alonso, Benati. Bernhard. Lassen wir Ribéry mal ein bisschen zentraler spielen. Und so probieren wir es einfach mal, würde ich sagen. Erste Halbzeit. Und ja, Bayern souverän Herbstmeister. Kann sich, denke ich, sehen lassen. Gnadenlos unter die Latte. Na, war bis jetzt eigentlich eine gute Saison. Passt. Also kann man nichts sagen. Ja. Gegen Freiburg auch wieder viele gute Chancen gehabt und leider nicht genutzt. Muss man leider so sagen. Deswegen kam. Ja, nein, das Ergebnis war verdient, keine Frage. Freiburger sind dann untergegangen und ja, dann 4-0, das war dann schon heftig. Ja. Aber darf auch heute gerne hier ein 4-0 werden in diesem Orakel. Also, los geht's, die Bayern von rechts nach links. Mit geänderter Formation. Und da kommt gleich mal Alonso. Schuss, oh, knapp am Tor vorbei. Stellen mal um auf totaler Angriff. Hat er aber Glück gehabt. Schön geklärt. Hier und jetzt hat Geda. Götze. Erfolgreicher Zweikampf. Nein. Verliert Ribéry den Ball. Nein, er kämpft. Rafinha. Schöner Moment. Mario Götze. Wow. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Das war natürlich auch der Torwart. Keine gute Flanke.
Müller. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Schön gemacht von Ribéry. Wenn man an den FC Bayern denkt, muss man eigentlich auch die anlässlich der WM 2006 gebaute. Da wollte ich jetzt mal einen schönen Querpass spielen. Und geradezu futuristisch anmutende Stadion. Ach komm. Ist in der Tat eine, da steht normalerweise immer einer. Kann man nur bestätigen, kein Vergleich zum altehrwürdigen Münchner Olympiastadion. Noch dazu, aber gutes Zweikampfverhalten heute. Zwei Vereine, es geht immer ein bisschen unter. Wir wollen ja die Münchner Löwen nicht vergessen. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Jetzt hat er das Abseits gepfiffen. Komm, das, die Situation war doch schon lang vorbei. Okazaki. Wann heben die sozusagen eine Vorteilssituation bei Abseits auf? Achtung, hier bahnt sich Lewandowski, Lewandowski! Zieht sie alle auf sich! Und da steht Götze! Und drin ist das Ding. 1:0. 18. Spielminute. Torwartfehler lässt abklatschen bei dem Schlenzer von Lewandowski. Götze nicht im Abseits und schiebt ihn dann aus 2 Meter gemütlich ein. Da Mayo. 1:0. Perfekt. Zur Weihnachtszeit. Ja, Hjonchön. Auf eine Überraschung wurde vergeben spekuliert. Na, die Lasershow in der Allianz Arena war ja wohl auch nicht schlecht. Hier beim letzten Bayern-Heimspiel. Jawohl, die Dreierkette steht mit Boateng. Alagui. Unser Weltmeister. Oh. Den muss er jetzt reinbringen. Ja, sag einmal. Guck mal hin. Und der Ball springt vom Torhüter ins Tor. Ach komm. Oh, das ist eine ganz enge Kiste. Das gibt's ja nicht. Das ist so ein billiges Scheißtor. Ja, wenn er den Ball gehalten hätte, hätte es 11 Meter gegeben. Ach komm, gibt's denn das? 23. Spielminute. Gegentreffer. Schön. Schön. Von Götze. Weißt was? Tu halt deine Kackstelzen da weg. Ja, das muss Abstoß geben. Steht das 1:1? Gibt's denn das? Was für ein billiges Scheiß-Gegentor. Ja, muss man wirklich so sagen. Wie immer haben die Fans hohe Erwartungen. Haben wir es jetzt dann, ja. Bin ich aber gespannt, weißt du was, die haben keinen einzigen richtigen genau Angriff gefahren davor. Zentralen Stürmer aus. Den Ball annehmen, behaupten und dann sehen, wen kann ich bedienen. Mein Gott. Soto. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das könnte eine Torchance geben. Gibt's denn das echt? Also heute, jetzt nervt's mich gerade wieder. Noweski. Gibt Einwurf. Sag mal. Foul. Einwurf. Also gerade hat die Mannschaft irgendwie mit der Spielweise, oder habe ich das Problem, ich weiß es noch nicht genau, ein Problem mit Mainz gerade. Gute Flankenmöglichkeit. Einwurf jetzt. Benatia. So, jetzt bauen wir das Spiel wieder auf. Rafinha. Lewandowski. Und da kommt Müller mit einem Lupfer und nimmt ihn noch mit. 2:1.
Oh, den wollte ich jetzt aber auch unbedingt. Den wollte ich eigentlich über den Torwartlupfer hier von Lewandowski ehrlich vorbereitet. Und dann wäre denn den noch erwischt. Gar nicht. Oder? Doch, mit der Brust. Ja, herrlich. 2-1. Es wäre doch gelacht hier, wenn wir hier das nicht schaukeln würden. Ja, das Gegentor kann passieren. Dumm gelaufen. Ups. Faul, aber Vorteil. Perfekt gemacht. Gutes Auge vom Referee. Schön, Müller. Wir gehen. Schön auf Robben. Ah, da bringt der andere noch seine Fußspitze dazwischen. Schön von Ribéry. Den Ball erkämpft. Ribéry. Ribéry. Oh, komm. Jawohl, Boateng mit der Grätsche. 4 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Weiß zwar nicht, wo er die hernimmt. Aha. Geht's Müller. Schade. Nein, nicht gegen Boateng. Jawohl, da ist Halbzeit angesagt. 2-1. Puh, ja, hartes Stück Tobak im Moment. Mir liegt immer noch das 1-1 im Magen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden uns noch 2 schießen, glaube ich. Muss. Ja, Ballbesitz bin ich schlecht dieses Mal. 2 Kämpfe dafür, gut. Gut, wir setzen das Ding mal so fort. Ich habe mit dieser Aufstellung noch nie gespielt. Aber wir machen trotzdem weiter mit totaler Angriff. Da ist eine Lücke zwischen Mittelfeld und Abwehr. Das wahre Pracht ist. Ah, das war eh unserer. Gut, passt. Xabi Alonso. Boateng. Lewandowski. Na, Müller kam da nicht ganz hin. Johannes Geis. Götze. Jetzt Robben. Einfach mal draufgezogen. Und was hat denn der Ball noch für einen üblen Drall gehabt? Jetzt nimmt er die taktische Veränderung vor. Herrlich. Jetzt wechselt er einen frischen Spieler. Müsste halt eigentlich Eckball geben. Genauso ist es. Götze. Boah. Benatia. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu oder klein Benatia. Ist. Benatia. Wenn er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Ihr wisst schon, wen ich meine, den mit der 5 halt. Ja, ganz einfach. 7-1 Schüsse und die machen von diesem einen Drecksschuss machen die den rein. Der Schiedsrichter entscheidet. Der kam aus dem Abseits, schade. Wäre eine schöne Chance gewesen. Benatia. Ribéry. So, wir kombinieren uns hier jetzt mal wieder. Schön durch, wollte ich gerade sagen. Ribéry dran vorbeigerutscht. Mein Grutze fix, echt. Und Eckball gibt's. Also ab und zu nervt's ja schon. Oh, jeder hat einen und Boateng den Ball. Soto. Hallo, geht's hier mal raus da hinten? Junio Diaz. Arjen Robben den Ball besitzt.
Es muss Einwurf geben. Ja. Sag mal, was tue ich mir denn heute wieder so schwer? Junio Diaz. Sofort abgezogen und. Ja, der Ball war schon im. Wahnsinn, Neuer hält den Ball nicht fest. Nein. Es muss Einwurf geben. Also meine Ballbesitzstatistik ist heute Wozinski. Miserable. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Lewandowski. Rafinha. Und so Hand? Ach komm. Weißt du was, das langweilt. Robben. Da ist Robben durch. Wurde aber eigentlich gefoult. Verliert Ribéry den Ball. Nein, er kämpft. Ah, gib mir das auf den Sack. Muss Einwurf geben. Ja, Ribéry kriegt noch gelb. Komm, spar dir das. Klar kriegt er noch gelb. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Oh, das gibt eine ja. Gelbe Karte, natürlich. Super. Johannes Geis. Bitte rein! Ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. So, jetzt müssen wir mal sauber kontern hier. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Ich habe gesagt, sauber kontern. Glaubst du das? Na, echt. Mei, was ist denn heute mit meinem Zweikampf? Ja, komm. Schiedsrichter nicht mehr, aber auch nicht weniger. Oh, da sieht man es richtig. Von wegen, ich schieße noch zwei Tore, aber die erdrücken mich gerade irgendwie. Diese Grätsche richtig. Lewandowski. Ach. Da wird der Ball wir haben. Und geht ins Aus. So ist das. Komm, eins geht noch. Eins geht doch noch. Gibt's ja nicht, dass man sich das so anstellt. Ja, da hat er auf Freistoß entschieden. Sofort, ohne zu überlegen. Die Schlussphase läuft. Die Schlussphase ist angebrochen. Und ich glaube. Die wird noch mal so richtig spannend. Mein Gott. Jetzt ah! Oh. Wie hier der Torhüter reagiert. Schiedsrichter lässt noch weiterlaufen. Der Eckstoß wird auf jeden Fall. Lewandowski haut noch mal einen raus und dann natürlich die Glanzparade. Oh, Benatia. Gutzi fix. Und genau zu dem hin. Glaubst das? Rafinha. Der geht. Der geht. Der geht noch. Der geht. Der kommt. Das kann der Schiri nicht durchgehen. Tja. Drüber gestolpert, wa? Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Bernhard. Geschmeidig. Keine andere Option für den Referee. Ja, komm. Der trifft ihn mit dem Arm. Der hat er nur gemacht wegen auf gefährlichem Spiel. Sonst nix. So, und dann wird das Spiel gleich vorbei sein. Jawohl, so ist das auch. Passt. Ja, 2-1. Gibt was Besseres. Heute war es nichts Besseres.
Ja, aber in dem Sinne, trotzdem, ich sage recht vielen Dank fürs Zuschauen. Auch bei dem restlichen Orakel für meine ganzen zahlreichen Zuschauer, die sich diese Videos reingepfiffen haben, sage ich vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns dann in der neuen Spielzeit. Wow, da wird sich dann einiges zeigen. Ja, Champions League, DFB-Pokal. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch hier unten mit den Chancen und Fouls und was weiß ich. Bis demnächst und frohe Weihnachten und guten Rutsch.